YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Jetzt ist es offiziell, die Telekom will T-Online verkaufen. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben. Und bevor jetzt jeder aufschreit, was passiert mit meinem Internetanschluss? Nein, damit hat T-Online schon lange nichts mehr am Hut. Das ist einfach nur noch dieses Nachrichtenportal, diese Anlaufstelle, diese Startseite, die Millionen deutscher Telekom-Kunden immer noch benutzen. Das soll jetzt verkauft werden, das hat eine irre Reichweite. Naja, weil halt immer noch so viele Leute das als Startseite haben oder um ihre T-Online-Mails zu checken. Denn auch T-Online-Mail und auch der Telekom Cloud-Speicher gehört eigentlich noch zu T-Online. Ob die das jetzt noch zu Telekom retten, also Mail und Cloud, glaube ich persönlich schon. Die wollen wahrscheinlich nur noch dieses Nachrichtenportal mit hoher Reichweite irgendwie an den Mann bringen, um damit nochmal Geld zu scheffeln und sich auf andere Sachen konzentrieren. Hoffentlich in einen besseren Breitbandausbau. Na, wie wär's, Telekom? Spotify hat die Tage eine große Keynote abgehalten. Man will sich breiter aufstellen und neues Zeug anbieten. Und wer die Tage mal die Spotify-App geöffnet hat, der wird direkt empfangen mit "Das ist neu bei Spotify". Unter anderem Shows, Audio- und Videoshows. Ja, ihr hört richtig, Videoshows. Spotify streamt jetzt auch Videos, aber nicht alles so wie YouTube, sondern man hat natürlich ein paar exklusive Deals mit irgendwelchen Content-Machern getroffen und man kann jetzt auch in der App selber Videos gucken. Telekom-Kunden freuen sich da die Tage und fragen sich, ist das denn in meinem inklusive Spotify-Streaming-Deal mit enthalten? Da hat die Telekom noch keine Stellungnahme zu rausgehauen. Ich würde natürlich sagen, natürlich, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn die ersten dann in ein, zwei Wochen eine dicke Telekom-Rechnung haben, weil das Streaming dann doch nicht dabei war. Aber dann wird man sich auf Kulanz einigen und ich bin ziemlich sicher, die Telekom wird ruckzuck verlautbaren lassen, dass Video-Streaming über Spotify zu viel Daten frisst und deswegen wahrscheinlich nicht drin ist. Aber ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich da gerne überraschen. Dann gibt es noch andere Neuigkeiten. Man hat die Playlisten überarbeitet. Man wird jetzt, ich sag mal, zu Tageszeiten aktuell mit anderen Playlisten automatisch bombardiert. Natürlich, das ist toll. Man entdeckt darüber ganz viel neues Zeug oder altes Zeug wieder. Die eigene Musik, die eigenen Playlisten, die sind ein bisschen jetzt versteckt unterm Reiter Bibliothek. Da ist noch das alte Zeug so, wie man es gewohnt ist. Und natürlich, ich bin da auch so jemand und denke mir, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich gebe dem Zeug eine Chance und wirkt gar nicht mal so schlecht. Also ich habe hier schon 2, 3 neue Lieder gehört, die ich sonst ohne die Änderung wahrscheinlich nie gehört hätte. Nächste Woche ist es endlich wieder soweit. Die Google I.O. 2015 findet statt, die große Entwicklerkonferenz am 28. 29. Das wäre dann Donnerstag, Freitag. Am ersten Tag, am Donnerstag, gibt es dann auch wieder die große Keynote und natürlich wird jetzt wieder wild spekuliert, was wird vorgestellt. Eine neue Android-Version, das wäre dann Android M, vielleicht M&Ms diesmal. Dann wird natürlich wieder Google selbst fahrende Autos vorgestellt. Es wird spekuliert, ob es eine zweite Version von Google Glass geben soll. Dann gibt es immer noch den Punkt, was passiert mit Google Plus und was passiert mit dem Google Foto Upload, dem Fotodienst, wird der jetzt wieder aus Google Plus herausgelöst. Und ich bin mal gespannt, ob Google da nicht noch neue Sachen in der Hinterhand hat. Ich bin sehr gespannt, was es alles zu bieten haben wird. Gedingsbumst. Wo wir gerade bei Google sind, YouTube hat auch noch Nachrichten. Video-Livestreaming wird jetzt auch mit 60 Frames per Second unterstützt. Also diese butterweiche Wiedergabe, das sieht nochmal ganz anders aus als mit 24, 25, 30 Frames per Second. Das ist für einige gewöhnungsbedürftig. Ich brauche da auch immer ein paar Minuten, bis ich diese wirklich Wusch-Wusch-Wusch-Wiedergabe dann im Kopf verarbeitet kriege. Dann geht es aber und ja, dann sieht das auch wirklich flüssig aus. Es ist halt die Umstellung, man sieht es halt sonst nicht. Weder im Kino noch im Fernsehen, also bei diese 60 Frames. Gamer träumen ja immer davon, von dieser super weichen, flüssigen Wiedergabe. Naja, es ist eine Meldung wert und die zweite YouTube-Meldung ist, dass auch HTML5 Livestreaming jetzt in der Lage ist, im Livestream zurückzugehen. Also, wenn ihr später einschaltet, nochmal zurück zu streamen und dann nochmal das euch so ein paar Minuten anzugucken und dann wieder nach vorne zu spulen, um in den Livestream reinzukommen. Also, YouTube arbeitet an Verbesserungen, die mich hier natürlich mit, ich glaube, 25 Frames per Second in Full HD noch nicht so wirklich interessieren. Seit dem 1. Mai versteuert Amazon seine in Deutschland erwirtschafteten Gewinne auch in Deutschland. Wuhu, was ist denn das für eine Meldung, fragt sich der eine oder andere. Das ist doch normal, war doch bisher immer so. Nein, war es nicht. Bisher hat Amazon seine in Deutschland erzielten
Dividendengewinne in Luxemburg versteuert zu einem deutlich niedrigeren Steuersatz. Das ist total möglich, das machen viele andere Konzerne auch. Das nennt man dann Verringerung der Steuerlast. Total egal das Ganze. So langsam kommt die EU-Kommission dahinter und untersucht das mal. Und Amazon sagt jetzt, wow, 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 das hat natürlich rein gar nichts mit den Untersuchungen der EU-Kommission zu tun. Nein, wir aus heiterem Himmel entscheiden wir uns jetzt, naja, wir versteuern es jetzt mal in Deutschland, bevor dann vielleicht irgendwann mal einer sagt, das ist alles so nicht rechtens. Naja, mich freut es. Still und heimlich, ohne große Ankündigung, hat Apple einige Macs überarbeitet. Es gibt jetzt einen neuen Einstieg, 27 Zoll iMac mit 5K-Display. Der ist günstiger, aber auch hardwaremäßig schwächer ausgestattet als sein Kollege. Und die 15 Zoll MacBook Pros mit Retina-Display wurden überarbeitet. Die haben jetzt endlich Force-Touch-Touchpads. Was auch immer man damit macht, der Sinn hat mir noch nicht erschlossen, wurden hardwaremäßig ein bisschen aufgerüstet, wurden aber auch teurer und das große Modell wechselt jetzt bei der zusätzlichen Grafikeinheit von Nvidia auf AMD. Und noch etwas aus der Apple-Gerüchteküche. Das große 12-Zoll-iPad soll jeden Moment vorgestellt werden oder sogar erscheinen. Und seien wir mal ganz ehrlich, natürlich, irgendwann wird Apple ein großes iPad rausbringen. Das wird dann die große Sensation werden, weil es ein großes iPad und man kann darauf große Sachen machen. Und Apple experimentiert bestimmt mit allerhand von Abstufung von iPad-Größen. Die haben die bestimmt alle schon durchgetestet. Bestimmt in diesem Moment läuft der Johnny Ive mit einem 20-Zoll-iPad durch sein Labor und freut sich. Wann und wie Apple das Ganze aber rausbringen wird, naja, diese Gerüchteküche. Ist genauso die Meldung, dass es zwei große verschiedene 12-Zoll-iPad-Versionen geben soll. Natürlich, eine mit WLAN und eine mit WLAN und SIM-Karte. Und da wird ansonsten fast drauf gemacht werden. Dann finde ich es auch viel interessanter, dass dieses große iPad dann Split-Screen-Funktionalität haben soll. Also zwei Apps nebeneinander laufen. Natürlich, das macht dann Sinn. Dann habe ich auch genug Platz. Und das fände ich persönlich dann viel cooler. Was ich weniger glaube, ist, dass es dann auch Multi-User-Account, also verschiedene Benutzer-Accounts auf diesem iPad geben wird. Das glaube ich nicht, denn Apple ist eigentlich eher so auf, natürlich soll eine Familie ein iPad nutzen, aber nicht die ganze vierköpfige Familie ein iPad, sondern die sollen jeder sein eigenes iPad haben. Natürlich geht das ins Geld, aber Apple verkauft immer noch Geräte, die wollen die Geräte absetzen und das ist das, womit die Geld machen. Deswegen soll jeder in der Familie ein eigenes Gerät haben und wenn es nur so ist, dass nach 1, 2, 3 Jahren die Geräte in der Familie durchgereicht werden, aber auf jeden Fall hoffentlich immer neue Apple-Geräte gekauft werden. Und wenn man dann Multi-User-Account hat, naja, dann braucht die vierköpfige Familie nicht mehr zwei Geräte für Mama, Papa und die Kinder, sondern halt wahrscheinlich nur noch eins. Und ich glaube nicht, dass es kommt. Das ist jetzt nur mal meine spekulative Glaskugel-Meinung. Kurze Spielenachricht. Wir wissen alle seit der E3 vom letzten Jahr, dass es einen neuen Doom-Teil geben wird. Jetzt ist ein kleiner 9-Sekunden-Clip aufgetaucht, der das Ganze anteasert. Es wird auf die diesjährige E3 hingewiesen mit dem Hinweis Weltpremiere. Mein Film der Woche ist Mad Max Fury Road. Nach Jahren geht es endlich weiter mit der Reihe. Diesmal aber nicht mit Mel Gibson, dem hat das irgendwann zu lange gedauert, sondern mit Tom Hardy als Max. Der macht das aber auch gut. Jetzt will natürlich jeder wissen, wie fand ich den Film? Der wird ja hochgelobt. Und ich muss sagen, ich war im Kino, ich war in 3D und nach 2 Stunden war ich wirklich durch. Das sind 2 Stunden Autoverfolgungsjagd am Stück mit 2, 3 Unterbrechungen in dieser postapokalyptischen Welt. Boah, war ich fertig, ich habe schon getwittert, nach dem Film brauchte ich erstmal was zum Runterkommen, irgendwas Sanftes, so Fast and the Furious oder Transformers oder eine Kampfszene aus Kill Bill oder aus Matrix, um runterzukommen. Die Stunts waren 1A, das ist eine ganz andere Welt, das ist super gemacht worden, wenig hier Kunst, digitales Stuntmaking, da war natürlich auch genug, aber... Es ist ein Actionfilm, es ist ein Verfolgungsjagdfilm, auf sowas muss man stehen. Die alten Mad Max-Filme gehen auch in die Richtung. Muss man die gesehen haben, um das zu verstehen? Nicht so wirklich. Hier und da hilft es vielleicht so minimal, aber nicht wirklich. Da kann man auch so reingehen. Aber der Film wird gelobt. Aber der ist nicht was für jeden. Man muss auf dieses Action, Schnelligkeit, Autorennen, Wüste, da muss man drauf stehen. Ansonsten super Schauspieler, super Mucke, super Effekte. Ich war hin und weg, aber ich muss sagen, das ist halt wirklich nicht ein Film für jedermann. Hier und da finde ich es im Nachhinein ein bisschen zu sehr gehypt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir... Für mich ist ein gehypter Film oder ein guter Film, den gucke ich mir dann halt vielleicht auch mehrmals nochmal an. Bei dem weiß ich nicht, ob ich den in nächster Zeit nochmal verkraften würde. So, ansonsten noch der kleine Tipp. In 3D braucht ihr den nicht zu sehen. Das lohnt nicht wirklich, also ganz ehrlich nicht. Und ihr braucht auch nicht bis zum Ende sitzen zu bleiben. Da könnt ihr direkt raushoppeln. Ein altes QWERTY-T-Shirt habe ich aber auch noch an. Das kennt ihr auch schon. Das ist dieses Watson trifft House, also Sherlock Holmes und Dr. House.
So, das soll's gewesen sein mit VTS 5, Folge 184. Ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Wird Google wieder Neuigkeiten vorstellen und natürlich wird jetzt wieder spekuliert. Nee, ist klar. Spekulatius.